Pater Iban, wir haben schon über ein paar Iban berichtet. Es gibt massive Angriffe von vermutlich Vertrieblern, die nicht glauben wollen oder ihren Kunden weitererzählen, dass alles seine Richtigkeit hat. Aber wollen Sie wissen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können, wenn Sie dort Ihr Geld angelegt haben und das Schneeballsystem zusammenbricht, dann schauen Sie sich diesen Film an. Bis zum Ende, da werde ich Ihnen verraten, welche Möglichkeiten es gibt, dass Sie wieder an Ihr Geld rankommen. Hallo, ich bin Jochen Resch. Thema bei der IBA oder Unit Private Bank. Wir haben gemerkt, dass es dort zu diesem Thema eine große Resonanz gibt. Viele schauen sich die Beiträge an, aber glauben offenkundig nicht, dass das alles ein Schneeballsystem darstellt. Glauben immer noch, dass es in Ordnung ist, weil ja zumindest die meisten berichten können, dass es ja die Zinsen und das Geld gibt. Man kann dann Geld zurückbekommen. So erleben es die Anleger. Aber bei jedem Schneeballsystem ist das so. Am Anfang gibt es natürlich immer Geld zurück, bis die Lawine zum Stehen kommt. Da ist dann nichts mehr da. Es gibt kein frisches Geld, weil dann doch zu viele merken, das passiert. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und mir geht es in diesem Beitrag darum, nochmal ganz einfache Hinweise zu geben, wie auch der Laie sofort erkennen kann, dass das alles eine Nullnummer ist. Der einfachste Weg, man guckt sich mal auf der Landkarte, und zwar bei Google Maps, die Adresse an von dieser Insel. Dann landet man auf den Komoren. In einem kleinen Ort, ein Dorf mit ein paar Moscheen, einer Herberge, ich nenne es immer nicht mehr Hotel, und in der Straße, soweit es Straßen überhaupt gibt, das sind meistens Pisten, Sandpisten mit wenigen Autos drauf, sucht man vergebens das Weltunternehmen Unit Private Bank, die ja angeblich die Plattform Paraíba ins Leben gerufen hat und dort diese tollen Geschäfte anbietet, da ist nichts zu finden, gar nichts zu finden. Also, wenn dort nur eine staubige Piste ist, mit ein paar Hütten drumherum, wo ist dieses Weltunternehmen? Wenn man der Website glaubt, dann ist da riesig was los. Alles schwindelt. Was können Sie tun? Es gibt grundsätzlich Schadensersatzansprüche gegen diejenigen, die das vermitteln, denn die können das leicht finden und leicht merken, dass es alles schwindelt. Haben es wahrscheinlich längst gemerkt, aber die Provision war so gut, dass man es lieber nicht sehen wollte. Oder natürlich gibt es immer noch den Weg, dass wir die Spur des Geldes verfolgen. Früher sagte man, Geld ist nie weg, sondern nur woanders. Das kann man heute ergänzen. Geld kann man digital verfolgen. Also das sind die Wege, die wir gehen können. Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie mich gerne an unter 03085970 oder gehen Sie auf unsere Webseite. Schauen Sie sich den Fragebogen an, den wir dort hinterlegt haben, füllen Sie den aus und schicken Sie uns die Nachricht. Dann schauen wir, ob wir Ihnen konkret helfen können, wieder an Ihr Geld ranzukommen.